Boah, Freunde, ich sage euch so, wie es ist, echt schwierig. Erstmal herzlich willkommen zur neuen Folge hier auf dem Ort-Hop-On-Channel. Wir wollten ja eigentlich auch Forelle hier mitwollen, aber die Forellen sind zu Tausenden da. Aber die beißen einfach nicht. Jetzt habe ich gerade einen auf Grund abgelegt, habe einen Drang gehabt, wieder verloren. Jetzt haben wir die Pose fertig gemacht. Da ist der erste Waller. Was? Waller? Mal gucken. Ja, zum Gerät, da braucht ihr auf jeden Fall starke Spinnruten mit mittelstarken Schnüren, so 25 bis 35er, vernünftiges Vorfach, großen Haken. Ja, und dann mit zwei Tauwürmern überlistet, ne? Gerade eben mit Mistwurm, aber jetzt mit Tau. Mal gucken. Die dürfen wir auch mitnehmen, oder? Ja, klar. Die hier sind? Oder? Da, komm da. Wow, der gar nicht so schwach, ne? Nee, der will noch ein bisschen. Ja, der erste Fisch jetzt nach 2 Stunden oder so, glaube ich. Immer mal wieder eine Forelle drauf gehabt und die spucken den sofort wieder aus, weil es einfach viel zu heiß ist, ne? Aber die Wälse, die lieben so ein Wetter. Da kann es ruhig sogar noch heißer sein. Der schlingelt schön rum. Das sind auch schöne Tiere, ne? Das sind mega Wälse, geil, ist Hammer, ne? Drecksau! Der heilige Kescher, pass auf! Ja, wunderschöne Afrowelsen. Das Geile an diesen Afrowelsen ist, die schmecken ultra gut. Ne? Die schmecken nicht nur ein bisschen gut, die schmecken richtig gut. Da kann man auch richtig gut Burger draus machen. Da bin ich schon mal ganz zufrieden jetzt. Schnell wieder die Würmer rein. Oh, Burger! Burger, ja, machen wir mal. Ja, wenn die Forellen nicht wollen, dann muss man halt mal ein bisschen umjustieren. Jetzt mal ein bisschen mit Tauwürmern, kurz über den Grund und hat gleich einen schönen Wels gebracht. Wunderbar. Ich habe mir die Pose schön austariert, habe geguckt, wann sie in die Halbschräge geht. Wenn die Pose nicht gerade steht, sondern in Halbschräge geht, wenn man den Stopper immer höher macht, dann weiß man, wann man auf Grund angekommen ist. Dann die Vorfachlänge wieder runtergezogen, Vorfach dran, kurz über Grund. Batz. Geil, Freunde. Also das ist doch schon mal schön. Die könnt ihr auch hier fangen bei, mit Wolder de Kolk. Ich verlinke euch das nochmal alles in der Beschreibung. Der nächste Fisch, Freunde, hoffentlich kriegen wir den. So eine Kraft, Freunde, das auch nochmal. Der wühlt hier den ganzen Boden auf. Aber wenn man die an der Oberfläche kriegt, dann ist vorbei. Knapp gehakt. Alternativ könnt ihr auch mit Köderfischfetzen arbeiten, mit Boilies, mit kleinen Köfis. Fressen alles auf jeden Fall. Bestimmt auch Katzenfutter und so. Aber ja, mit Würmern geht es auch gut. Boah. Wahnsinn, der Boy. Geil, Freunde. Mega. Da bin ich doch schon wieder glücklich. Ja, meine Lieben, was ein geiler Wels schon wieder. Also ich kann es gar nicht glauben, dass hier jetzt so viel Wels am Start ist. Scheinbar sind die Leute gar nicht so heiß hier auf diese Welse.
Weil das Wasser kocht auf jeden Fall. Und wenn man erstmal die richtige Einstellung gefunden hat, ganz kurz über Grund durchtreiben lassen, dann kriegt man auch einen Biss nach dem anderen. Wahnsinnig geile Fische. Und wie schon mal gesagt, als Catch-and-Cook-Fisch sind die brachial. Ne? Die schmecken fast so wie Fleisch und Fisch gekreuzt. Also mega gutes Fleisch. Und die sind hier auch schön gezüchtet worden. Man sieht, die haben gar keine Makel, sind schön sauber, die Flossen sind alle heile. Also das sind wirklich perfekte Speisefische, wa? Soll ich so machen? Stoppen und dann klein, ja. Geil, Freunde, mega. Er muss immer einen sehr, sehr heftigen Anschlag machen. Oh, da ist er schon wieder weg. Oh nein, Mist. Er muss immer einen sehr, sehr heftigen Anschlag machen. Wenn die Ruten zu weich sind, dann kommt der Anschlag nicht richtig durch. Die ist eigentlich schon ganz gut, aber ein bisschen härter wäre noch besser. Haken gebrochen. Jetzt ernst? Der Haken ist gebrochen. Oh, Scheiße. Ach ja. Unglaublich, Freunde, unglaublich. Von Success, ein schöner Wurmhaken, einfach gebrochen, Digga. Was ist das? Müll oder? Ich weiß auch nicht. Gut, die Fische beißen auf jeden Fall, zumindest die Welse. Ich bin gespannt, ob wir jetzt noch einen dran kriegen. Ja, Tiefe ungefähr so 2,50 Meter, fast 3 Meter und dann da kurz über den Grund. Schlendern lassen den Wurm. Hat jetzt gerade direkt wieder einen Biss gegeben. Aber irgendwas hat er gemerkt. Abwarten, da kommt noch was. Oh, schon wieder weg? Ja, der hat hier nicht richtig geschluckt. Der hatte nur die kleinen Dinger drin. Mist. Mist, da fehlt Mist. Aber einiges. Schade, Leute. Da ist ein bisschen Leute. Was gegönnt. Ist nicht so einfach. Und wie gesagt, immer schön große Haken benutzen, weil sonst verfehlt ihr die. So wie in diesem Fall. Aber der hat wirklich gemerkt. Ja. Also doch, ein bisschen Zeit lassen. Ein bisschen Zeit lassen. Das ist echt schwer, ich sag euch das. Die werden immer zickiger, sobald der Regen rauskommt. Die Bisse kommen nicht mehr richtig durch. Aber ab und zu ist wenigstens mal was. Machen wir uns noch ein paar Würmer drauf hier, ein paar Dendros, taufen wir mal besser, weil da haben wir noch ein bisschen mehr Sicht oder die Fische haben ein bisschen mehr Sicht, sind den Köder besser. Aber Dendros gehen auf jeden Fall auch, Bisse sind da. Das ist schwer umzusetzen, weil die nehmen den Köder nicht richtig rein. Ich habe jetzt extra mal ziehen lassen, aber das Spaghetti-Bündel war definitiv zu groß für den kleinen Weller. So, ein bisschen kleiner, mal gucken. Sieht gut aus. Das war ein Forell, ne? Ja. Ja, hätten schon 6 sein können. Die meisten versaut, aber 2 haben wir gekriegt. Hey, cool. Was immer wichtig ist, dass man die nochmal nachhakt. Man zieht den sozusagen aus dem Körper wieder raus und oben im Maulwinkel haken die dann. Und da muss man nochmal kräftig nachsetzen, weil die eine sehr heftige Schädelplatte haben. Also das ist alles andere als einfach. Ein Kraut oder was? Ja. Mist. Aber diesmal haben wir einen vernünftigen Haken drauf, da ist er. Kleiner, aber krass. Oh, aber ich wollte gerade sagen, der zappelt gut rum. Hey, Petri. Sehr nice. Schöner Fisch. Ja, da ist kein Wunder, dass er ein bisschen länger gebraucht hat.
Geil. Wegzuschlabbern. Ja, der ist schön. Etwas kleiner als ja. Die anderen. Aber hübsch. Aber ihr seht, der Colt mit Wolder, ihr solltet das mal ausprobieren. Hier sind auf jeden Fall 100 Kilo Welse reingegangen. Ich glaube 90 hier und 10 im anderen Teich. Lohnt sich auf jeden Fall für die Räuchertorne und auch für die Pfanne und für unsere Burger. Also ich mache noch ein bisschen weiter, oder? Ja, wunderschöne Afro-Welse hier bei The Colt mit Wolder. Kommt gerne mal vorbei. Es ist mehr als genug Fisch noch drin. Und wenn jetzt die heißen Tage nochmal wiederkommen, da wird auch nochmal 100 Kilo besetzt. Die Technik habt ihr jetzt gerade gesehen. Eigentlich relativ simpel. Aber den Fisch dann zu haken, ist nochmal so eine andere Sache. Deshalb starkes Gerät, starke Vorfächer und große Haken. Ganz wichtig. Und viel Köder. Mega. Boah, nächster Fisch. Ich glaube, ich habe ihn gehakt. Es ist immer schwer, sage ich euch so, wie es ist. Das Maul ist so hart und die Knochenplatte, dass es sehr, sehr schwer ist, den Fisch richtig zu haken, wenn die Brute zu weich ist. Aber die hat genügend Rückgrat, deswegen klappt das gut, wenn man einen richtig heftigen Anschlag macht. Wenn der Fisch dran ist, die Bremse ein bisschen zumachen, nochmal nachhaken, dann sitzen die meistens. Ne? Meistens. Wir haben ja auch schon ein paar verloren. Ne? Schöne Fische, Marika. Geil, Freunde. Diesmal nur auf Dendrobena. Mein Lieblingsköder ist eigentlich immer Tauwurm, Fischfetzen. Aber Dendrobena ist schön quirlig, bewegt sich viel, müssen zwar 10 Würmer drauf, aber die Bisse kommen gut. Hat Algen drin, kann das sein? Ist nur noch Algen, oder? Was? Doch nicht. Ne. Der Fisch ist irgendwo da drunter. Salat haben wir auch. Ja. Aber lohnt sich, Freunde. Kommt noch mit Boiler, probiert es aus. Ist genug Fisch noch da und es kommt auch wieder neuer Fisch. Also wenn die Forellen keinen Bock haben, so wie heute, ist das eine schöne Alternative. Da ist er. Im Salat versteckt. Kraft, Alter. Jawohl. Nein. Kescher muss gelernt sein, ne? Oh, jawohl, der ist dick. Das ist ein Schicker. Da ist er. Oh ja, der ist auch nicht. Und der hat auch schon mal was abgekriegt. Der hat schon mal bei jemanden gerissen anscheinend. Und wie man sieht, wieder ganz vorne gehakt. Ich habe so lange gewartet mit dem Anhieb. Aber es ist fast wie beim Zanderangeln. Die nehmen den Köder auch nur an der Franse des Köders. Das heißt, sie haben den Haken nicht drin. Und dann ziehen die los, ganz, ganz langsam. Und irgendwann in der Zeit schluckt er den runter oder auch nicht, wie man sieht. Glück gehabt. Haken war mit dem Maul. Dickes Ding. Super. Tabi. Das ist doch eine heftige Größe schon, wa? Und ich freue mich wirklich auf die Burger, ne? Und auf die Filets davon. Die kann man so gut braten. Die sind so lecker, ne? Göttlich, Freunde. Was ein schöner Tag. Hat sich nochmal gelohnt, hierher zu kommen, wa? Und euch, für euch könnte es sich auch lohnen. Ihr müsst nur mal ein bisschen ausprobieren. Nicht immer Forelle, auch Wels geht hier. Mega, Leute. Mega. Da war das erste Mal Biss bei Mausi. Wir sind sehr, sehr vorsichtig geworden. Lassen immer direkt wieder los. Da ist er aber noch. Ganz vorsichtig. Komm schon, komm schon, jetzt geht er, jetzt geht er. Viel Glück, Maus. Schon wieder da, wa? Oh, er bewegt sich noch, top. Ja, ja. Aber er hat den auch nur knapp drin, auf jeden Fall. Ja, das sieht besser aus. Yes, siehst du, Maus. Geil.
Und der nächste. Und wie fühlt sich das an? Fühlt sich gut an? Ist schön, oder? Ja, jetzt doch noch mal ein Fischi, ne? Ist doch cool. Ja, die Forellen wollen ja heute nicht so. Wir haben ja alles probiert, was sollen wir machen, ne? Aber es ist ja einfach zu heiß die letzten Tage, ne? Dafür haben wir jetzt eine schöne Alternative hier mit dem Welsen. Ich habe ihn gesehen. Ja. Oh, da ist er. Oh, ein wunderschöner Fisch. Jappa, da ist er, Mausi. Petri. Petri, danke. Wieder eine schöne Größe. Hübscher, ne? Silber. Alle Marke los. Man, da freut man sich richtig aufs Essen. Ja. Mausi, Petri, wa? Petri, danke. Wie hast du ihn gefangen? Ja, mit einem Wurm, ne? Mit Dendrobena. Und ein Stück Tauwurm hatte der. Hast du ihn tief oder oben gefangen? Ja, tief. Okay, kurz über Grund. Ja. Mit Stück Tauwurm noch? Ja. Unser letztes Stück Tauwurmmaus. Was machen wir jetzt? Den Rubin auch. Ab ins Bett. Also gibt es denn ein schöneres Angeln am Forellensee? Ich glaube fast nicht, ne? Hammertiere. Da kann man echt nichts zu sagen. Probiert's aus, Leute. So schnell die Rute wieder rein, Maus. Da geht noch was. Ich hab's im Gespür. Ist das ein Biss? Nee, doch nicht. Aber gleich. Mausi am Aufholen. Der nächste Fisch. Dann haben wir auch bald unsere 10 zusammen, wa? Scheiß auf Forelle, oder wie war das nochmal? Ja, mein Plan heute mit dem Biggie Trout und Biggie... Ja, meiner genauso. Ist bei mir auch nichts geworden. Mikro-Trout. Boah, wie der abgeblubbert hat. Hast du gesehen? Ja, da kommen so Blubberblasen hoch. Das war wohl nichts. Egal. Dafür haben wir wunderschöne Welse, die super geil schmecken. Also ich würde sogar fast sagen, die schmecken besser als Forelle. Für mich zumindest, ne? Das ist schon ein Hammer, ne? Dicke Fische, Junge. Oder geräuchert, ne? Mhm. Kann man machen, ne? Ist doch wunderschön hier, Freunde. Also ihr solltet das definitiv ausprobieren, bevor die anderen alles weggeschnappt haben. Hm. Wir kommen auch noch mal wieder irgendwann. Ja. Eines Tages. Oh. Ja. Oh. Oh, schön. Machen wir doch gleich. Die Goldforelle. Jawohl! Zack! Ein Lütsche, aber ein schöner, Alter. Wie gesagt, alle Marke los. Ne? Guckt euch das an. Ja, Mausi Petri, Alter. Sind wir doch nochmal belobt worden hier. Läuft. Wunderschöne Fische, ne, Freunde? Mega. Petri. Petri, danke. Nicht mal Ruhe ein Brötchen essen kann, aber. Ich hab mein Brötchen im Mund, Freunde, ne? Zack, weiß wieder einer. Ob wir den kriegen, ist eine andere Sache. Das macht so ultra Spaß, Freunde. Die Bisse sind auch so, so geil. Ihr habt es ja gesehen am Anfang, die Bisse. Immer kurz so anlüften und dann bumm, weg. Schöne Fische. Ja, Mann. Keine Spannung verlieren. Immer wichtig, nicht die Spannung verlieren. Und niemals die Bremse ganz geschlossen, weil die echt Kraft haben, wenn die einmal richtig losziehen. Jappa, der nächste. Also das ist ja hier Biss auf Biss, war Freunde, das macht echt Spaß. Alles auf die schönen kleinen Dendrobena. Beim nächsten Mal wieder mit Tauwürmern. Oder vielleicht mal mit Käse oder mit Fischfetzen. Also es stehen auf jeden Fall alle Türen offen und es kommt auch wieder ein neuer Fisch. Deshalb, ich kann es euch nur sagen, nur ans Herz legen, kommt hierher, probiert das aus. Bessere Filets kriegt ihr nicht.
Wunderschöne Fische, ne? Also Biss auf Biss hier bei den Wallern. Einfach nur geil, wer hat das erwartet? Erst voll die Flaute mit den Forellen, was ja normal ist im Sommer. Aber das hier ist ein sehr tiefer Teich, der eigentlich schnell wieder kühl wird. Und ja, trotzdem haben die Forellen nicht so viel Bock gehabt. Hier wird auch gepumpt und alles. Sieht man, weil das Gewässer gerade sehr, sehr trüb ist. Aber die Forellen haben trotzdem keine Lust. Dafür gibt es mehr als genug von diesen Prachtburschen hier. Die sind so schwer, meine lieben Freunde. Leute, in diesem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen mit dem wunderschönen Afro-Welsen hier an der Kolge mit Wolder. Die Forellen haben keinen Bock gehabt und ich kann die Dinger nicht mehr tragen. Guckt euch die Welse an, Junge. Boah. Leute, dickes Petri, wa? Gerade? Boah, geht nicht mehr. Boah, die Fische habt ihr jetzt gesehen, macht auf jeden Fall mega Laune, nehmt euch starke Geräte mit, nehmt euch starke Vorfächer mit, nehmt euch genug Köder mit. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. In diesem Sinne, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, vielleicht auch einen Kommentar, wenn ihr irgendwas Schönes zu sagen habt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, hook on, bis, bis, bis. Geil. Genommen, richtig schickert, wa? Maus! Komm, ein richtig fetter Barsch. Weg ist er! Geil, Freund gefunden. Fängt das an zu beißen. Ja, wunderbar. Maus, ich bin. Ja! Mhm. Und ja, sind zwei, drei dicke Lachse hinterhergekommen. Ja! Nein! Ich hatte den dicken Zander, Maus! Alter. Kleiner Zander, Junge.